Die nehme ich jetzt auch ganz gerne mit, jetzt wo ich weiß, wofür ich die brauche. Ist da unten links zu sehen. Eben gerade als wir diesen einen Telefonkasten mit diesem Dingsbums, ja, wie soll ich das denn nennen? Mit diesem einen Abhörgerät bestückt haben, wurde ja angezeigt, dass drei Dinge davon verschwunden sind. Ich habe gerade ein bisschen gestutzt hier wegen diesen neuen Symbolen. Ich glaube, da möchte ich auch nochmal reingucken. Ich mache ja einmal kurz Tür auf. Ja. Zack, Tür ist auf. Und dann geht's hier einmal schön auf die Schnur rein. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist eine Bar oder so. Lalalalalala. Danke. $34 bei der Sonne. Oh, was ist eine komische Bar? Warum haben die denn alle so schlechte Einnahmen? Hoppala. So, mal rechts. Was haben wir hier rechts? Ein Kaffee oder was? Ist auch so eine Art Bar. Der ist gerade weg. 38. Was denkst du dir eigentlich? Entschuldigung. Ich bin nur ein ganz normaler Gast. Okay, wenn ich mir so angucke, ist es kein Wunder, dass da nur $38 an der Kasse waren. Der Laden ist völlig leer. So. Jetzt können wir nämlich zu Donovan gehen. Das Ganze abgeben. Aber ich sehe hier drüben noch blau. Blau heißt für mich, dass es, Collectibles gibt. Wie geht's dir denn so? Wie geht's? Zu sehen, meine Zutritt nur für Angestellte. Entschuldigung. Schön, dass deine Ohren funktionieren. Collectibles sammle ich gerne ein. Wobei das bei Mafia so eine Sache ist. Es gibt ja diverse Collectibles. Die darf ich auf YouTube so gar nicht zeigen. Zum Beispiel irgendwelche Ausgaben von Playboy oder so. Sammeln tue ich sie trotzdem ganz gerne. Halt ja einfach mit. Aus dem Weg. Spielfortschritt zu tun und vielleicht sieht er ja der ein oder andere dann doch nochmal. Hey, hier ist so ein Ding, was ich nicht gefunden habe. Wie du heute mir gezeigt, wo es ist. Das mache ich dann auch ganz gerne. Hier, kommunistisches Plakat haben wir auch abgemacht. Entschuldigung. Ich wollte hier mal so kurz durch. Elektrische Bauteile. Und hier drüben ist auch schon wieder so mega viel los. Aber ich glaube, das gehört uns. Hier sind nämlich grüne Männchen. Also grüne Zeichen. Ich glaube, das gehört uns auch. Aber das heißt, ich muss da nicht rein. Zurück zum Auto. So fahre ich übrigens auch mit meinem Auto durch die ganzen Kleingärten. Gerade wenn irgendwelche Autobahnen oder was auch immer verstopft ist, versucht man ja gerne mal irgendwelche Alternativrouten und durch so ein paar Kleingärten durchfahren ist immer die beliebteste Alternative. Halte ich hier jetzt noch an, hole mir diese komischen elektrischen Bauteile, ja ich glaube das mache ich eben. Ich kann nämlich hier ganz einfach durchfahren. Dann müssen die hier links irgendwo liegen. Da drüben sind böse Jungs, ich weiß nicht, was die gerade machen. Ja, müssen wir hier die Tür aufbrechen, aber ich habe es schon gesehen. Es ist auf jeden Fall der Drehne. Und auf ist die Tür. Können wir die Tür nicht auch einfach irgendwie auftreten oder so? Haben wir doch bestimmt bei der Army auch jeden Tag gemacht. So. Plups, stupse ich hier einmal kurz durch. Und irgendwas ist hier gerade auch los.
Ich hau den Typen hier mal eben. Oh Gott, ich habe mir gerade voll in die Weichteile geschossen. Entschuldigung, mein Guter. Ja, ich glaube, dass das weh tut. Oh, sorry. Ja. Ups. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte meine Waffe wegstecken. Boah, das muss jetzt aber auch ein komisches, abgefucktes Gefühl sein. Wurde in die Weichteile geschossen. Da liegst du da. Und schmeißt halt eine komische schreiende Puppe dahin. Ja, ich bin schon ein gemeiner Gangster. Ich bin ein echter Gangster. Ups. Mein armes Auto. Das war gar nicht so, also nicht wirklich so geplant. Ich bin tatsächlich gespannt, ob das wie bei GTA ist, dass man sein Auto so kaputt machen kann, dass zum Beispiel irgendwie ein Vorderrad blockiert oder so, dass man nicht mehr so richtig fahren kann. Ja, entfernt. Ich hab den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man überlebt. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bussifus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Deine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel? Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. Das schwerste Geschütz eines Bosses ist sein Vollstrecker. Erledige ihn, damit der Boss einen Teil der Kontrolle über sein Geschäft verliert. Jeder überlebende Vollstrecker wird seinem Boss zur Hilfe eilen, wenn er zurückkommt. Alles klar, heißt, ich soll da drüben das rein und Tod und Verderben bringen. Bosse rekrutieren. Denk daran, dass du vor kurzem die Kirche und das dortige Heroingeschäft verwandt hast. Und daher hast du nun die Wahl, entweder für den bisherigen Boss umzulegen, was dir schnell Geld bringt, oder ihn anzuwerben, was auf längere Sicht den Ertrag des Geschäftes erhöht. Also Anlagemanagement mache ich gerne. Also stell die Leute da lieber ein. Die sind hier aber mit der schönen Flotte gekommen. Wobei das vorne, der Pickup passt nicht dazu. Der sieht ein bisschen scheiße aus. Aber ansonsten würde ich ja gerne gleich mal reingehen. Also, wie gesagt, dann gehen wir mal da drüben rein. Und dann schauen wir mal. Ich würde als erstes mal interessieren, wie ich denn am besten reinkomme. Konfrontiere Vierfinger Charlie. Wir haben irgendein Symbol, was ich gerade nicht einordnen kann. Ach, das könnte der Vollstrecker sein. Wachposten, Wachposten. Na, da gehen wir halt einfach hier drüben rein. Das ist. Ich mag es nicht so gerne, direkt vorne durch die Haustür zu gehen. 1, 2, 3. Pop. Haustüren sind immer so gut bewacht. Wow. Wie es im Buche steht. Ganz ehrlich, wer hat denn da überhaupt... da hat man doch...
Da kann mir doch niemand sagen, dass hier damit jemand gerechnet hat, dass da dieses scheiß Auto angekommen mit dem Typen da drin. Oh. Ich wollte es so schön perfekt machen. Nicht da aber so richtig schön durchs Dörfen und niemanden direkt erschießen. Na, ich verstehe. Wow, das war knapp. Oh, ein Bootshaus ist Geld. Geld regiert die Welt. Geld ist wichtiger als der komische Typ, der da rumläuft. Außerdem, wenn ich das so richtig sehe. Ich glaube, wir haben ihn. Dann fange ich ihn mir hier noch irgendwo kurz ran. Dieser Hund. Würde. Das geht natürlich auch. So. Mal gucken wir mal, wo die netten Leute hier so ein bisschen rumlaufen. Die sind natürlich auf höchster Alarmstufe hier. Der Boss und der Vollstrecker und was auch immer sonst da noch so alles drin ist. Ich gehe mal davon aus, dass es so ein bisschen ist wie bei Shadow of Mordor. Da gibt es ja auch dieses System mit den Bossen. Und diesen untergeordneten Leuten. Das wäre ja manchmal auch ein bisschen brenzlig. Und da war dann natürlich, wenn man entdeckt wurde in dem Gebiet, was der Boss kontrolliert, da war der natürlich auch eine allerhöchste Alarmbereitschaft. Ich glaube, hier wird das auch so ähnlich sein. Zwei Leute drin, ne? Drei. Und da haben wir drüben auch noch zwei. Wenn ihr da unten rauskommt. Oh! Oh, das muss wehgetan haben. Also das wusste ich auch noch gar nicht, dass wir so eine Art Sturmangriff haben. Also ich habe jetzt bin ja gerade gesprintet. Hab dann den Typen einfach umgehauen. Ich hätte ja gerne eine Waffe mit Schalldämpfer. Sonst ist natürlich noch einer. Na, brauchst du was zum Aufwärmen? Wer denn? Ein unserer Brüder getötet. Es läuft ja wie am Schnürchen hier. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo dieser Boss ist. Welcher davon ist jetzt wichtiger? Links oder rechts? Glitschiger Wichser. Er schwirrt hier herum. Irgendwo. Ich habe das Gefühl, dass der. Dass ich die vielleicht anwärmen könnte. Deshalb will ich den jetzt direkt erschießen. Ich möchte den gerne. Ich versuch's jetzt da drüben. Irgendwie niederschlagen. Ich wollte ihn doch nur niederschlagen. So, das heißt, dieser. Ah, nee, das ist ein Boss. Das Anwärmen eines Geschäftsboss kann den Ertrag jedes Geschäftes erhöhen, das du übernimmst. Dazu solltest du die Geschäfte verwandeln und abhören. Alles klar. Ist das eine Frau? Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Nö. Das wäre ein bisschen männliche Stimme. Habe ich da drüben schon nachgeschaut? Oh, jetzt komm doch her. Trau dich. Hallo.
Wenn ich jetzt irgendwie einen Molotow-Cocktail auf ihn drauf werfen würde, ne? Ich glaube, dann würde er verbrennen, dann wäre er tot. Ich möchte ihn ja rekrutieren. Oh, wie komme ich denn sonst an dieses Zimmer rein? Gar nicht. Er steht mit der Waffe direkt auf die Tür gerichtet. Wie soll ich da reinkommen? Ich kann ja weggehen und mit Anlauf da reinlaufen. Nicht, dass er mich dann sofort abschießen würde. Ich mach das jetzt einfach. Da ich erledige diese Missgeburt. Oh. Ja, das hat natürlich nicht so gut funktioniert. Nein, natürlich nicht. Oh, ich weiß nicht, was ich gerade gedrückt habe. Arbeite für Anwerben. Mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. Also ich habe ihn nur bewusstlos geschlagen, ne? Ich habe ihn nicht getötet. So, was haben wir denn hier? Gefallen. Die Kosten für den nächsten Anruf bei Cassandra's Verbündeten werden übernommen. Büchsenmacher. Präzision. Jean-Baptiste überarbeitet die Zielvorrichtung deiner Waffen, sodass sich deine Präzision verbessert. Alles klar. Verschonte Informanten. Zwei Stück. Boss verschont. Ist einer. Und dann kriege ich hier ordentlich... Also mein Einkommen scheint irgendwie zu steigen. So. Wenn ich jetzt Enter drücke, gebe ich das Cassandra. Ich habe ja bislang als einzigen Unterboss nur Cassandra. Würde ich, glaube ich, behaupten. Ja, ich lese mir gerade durch, was es noch so alles gibt. Ja, ich kann das ja nur Cassandra zuordnen. Also drücke ich Enter. Zack, Cassandra zugeordnet. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Bitte. Keine Ursache. Ich muss ja gerade sagen, dass mit dem Sturmangriff hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich wollte einfach nur reinrennen und mich auf ihn stürzen. Aber irgendwie war ich wohl noch nicht in Reichweite oder so und deshalb habe ich mir so einen Faustschlag in die Luft gemacht. Doof. Das war nicht ganz so geplant. Nennen Sie Ihren Namen bitte, fürs Protokoll. Donovan. John. Mr. Donovan, Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Okay. Das war wieder eine Vorblende, Rückblende. Ich glaube, das ist irgendwie in Richtung... Das... Ja, man wird anscheinend... Also... Fehlt jetzt eigentlich sagen. Also Donovan scheint ja irgendwo vor Gericht zu sein, irgendwie angeklagt zu werden und verhört zu werden. Alles in Bezug auf diese Aktivitäten, die hier momentan so stattfinden. Das ist natürlich nach den Geschehnissen, die wir hier gerade spielen. Hey, insofern spoilert uns ja dieses Gerichtsverfahren ja schon. Donovan überlebt. Boah, da kann man sowas schon mal sagen. Das ist ja wie bei Game of Thrones oder so, wenn man sagt, oh, Game of Thrones, Achtung, da stirbt jemand.
Ja, wer denn von den vielen? Stell ein paar mehr. Naja, gut. Ich will einmal kurz auf die Karte gucken. Ich glaube, wir schieben brav an die Straße ran. Einmal auf die Karte gucken. Karte, Karte. Derzeit ist Bargeld in der Brieftasche. Könnte ich einlagern. Und hier. Verteilerkasten, Verteilerkasten, Verteilerkasten. Ich frage mich. Irgendwann haben wir vorhin die Meldung gekriegt, dass wir irgendwie Geld abholen könnten oder so. Mich würde mal gerade interessieren, wo ich das jetzt machen kann. Bei Cassandra wahrscheinlich, oder? Fahren wir einmal zu Cassandra. Entschuldigung, ich habe gerade noch auf der Minimap was gesehen. Ein elektrisches Bauteil. Entschuldigung.